Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute nehmen wir euch mal mit in die Institution schlechthin, wenn es um Obst und Gemüse geht, hier in Playa del Carmen, und zwar hinter mir. Da geht es dann rein, und zwar in den DAC. Das ist ein Obst- und Gemüseladen, die beste Qualität hier. Ich glaube, das ist auch der älteste Laden. Man geht hier nicht in den Supermarkt und so, wenn man richtig frisches Obst und Gemüse haben will, sondern in den DAC. Und jetzt schauen wir mal rein, was da drin alles zu finden gibt. So, ziemlich klein und fein, alles enge Gassen, aber dafür gibt es von allem nur das Beste. Ich war jetzt vorhin schon drin und habe mal ein bisschen eingekauft, Melone und Minze und so. Und schaut euch nur mal die Größe von diesem Radieschen hier an. Habt ihr schon mal ein Radieschen gesehen, das handballengroß ist? Dann gibt es hier noch ganz viel gefrorenes Zeug, sehr viel Organic-Zeug. Und frische Kokosnüsse, auch richtig günstig, auch Limetten und so hier richtig günstig. Und jetzt zum Beispiel die frische Kokosnuss kostet hier das Kilo 23 Peso, also ungefähr 1 Euro. Es gibt Melonen ohne Kerne, also das S ist immer für Sinn, also ohne. Und wenn C steht, ist immer ein Con, also mit. Und Semilla sind die Kerne. Hier zur kleinen Spanischstunde mit mir. Da haben wir nämlich dann die Melone Con Semilla mit einem C. Oder natürlich hier Bananen, Kochbananen da hinten auch. Ingwer, Knoblauch, schon mal fertige Kokosnüsse. Hier kommt jetzt die ganze Chili-Abteilung. Also hier wieder Habaneros. Das sind, glaube ich, die Serrano-Chili, und das müssten die Katik Chili oder so sein, oder das hier. Das sind die milden. Und ich glaube, hier ist so von, also Paprika, ganz mild, mildeste Chili, immer noch mild. Und das sind der, damit macht man die Poppers quasi. Einfach so ein bisschen Philadelphia reinschmieren, also entkernen Philadelphia rein. Und dann mit Bacon ummanteln und ab auf den Grill. Hier wird es zum Schärfer, und hier natürlich Habaneros. Scheiße scharf, richtig scharf. So, dann haben wir hier noch alles mögliche an Hummus, Käse und Butter. Butter hier, das ist zum Beispiel hier dieser President. Das ist der einzige richtige Butter hier. Alles andere ist hier Mantequilla, und es schmeckt nicht wie deutscher Butter. Aber dieser President schmeckt zum Beispiel wie deutscher Butter. Hier hat man noch so eine ganz kleine Metzgertheke. Frische Eier vom Bauer. Hier alles Mögliche an getrockneten Zutaten. Von getrockneten Früchten bis getrockneten Samen bis getrocknete Nüsse. Alles Mögliche. Kleine Bananen sind hier immer die leckersten. Kleinen Bananen. Genau. Hier hat man noch Gewürze zum selber abfüllen. Paprikapulver, Kurkuma, Oregano und so weiter. Riesenkürbisse, Papayas. Hier auch wieder ganz viel Bohnen und alles mögliche an getrocknetem Zeug. Und hier ist meine Lieblingsabteilung. Komplett alles super frisch hier abgepackt. Also zum Beispiel Basilikum, Minze, Thymian, Rosmarin, alles Mögliche. Gibt hier auch immer diese Portobello-Champignons, diese Wiesen-Champignons, sogar Sprossen, wenn mal wieder jemand was Asiatisches gekochen will. Kriegt man auch hier super. Verschiedenste Salate abgepackt. Und hier ganz frisch. Ganz frisch Gemüse und Obst. Richtig lecker. Da gibt es dann hier so kleine Mini-Granatäpfel gibt es hier auch. Video ist heute ein bisschen wackeliger, weil es hier sehr eng zugeht. Das sind zum Beispiel frische Litschis. Frische Litschis. Und hier Granatäpfel. Und leider können Sie es nicht riechen, aber wenn du hier die Tür aufmachst, das duftet, sage ich euch. Das duftet.
Und hier natürlich wieder getrocknete Chilis. Chili, 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 Chili. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommen hier so ein bisschen die Convenience-Produkte noch. Also hier alles Mögliche an Salsas, Soßen, Reis, Pasta, alles. Und man möchte meinen, es ist wesentlich teurer wie im Supermarkt, ist es nicht. Die Preise sind gleich und teilweise, wenn man exotischere Sachen sucht, sogar günstiger hier. Gibt hier auch, wer es braucht, original Nutella. Alles Mögliche an Gewürzen und Rubs zum Grillen. Natürlich auch hier wieder alles Mögliche an Salsas, also Soßen, von asiatisch bis scharf zum Würzen. Hier sieht man es gerade, alles Mögliche, wie bei uns in Deutschland in den Asiamärkten. Fischsoßen, Sweet Sour, hier gibt es alles. Dann gibt es hier noch so eine kleine Panaderia, also gibt hier noch ganz, ganz leckeres Brot. Eine richtig schöne Kruste und Baguette und alles Mögliche. Und hier sind dann die Kassen. Wenn man dann hier rausgeht, da ist auch gleich so ein Organic-Laden, wo man gleich alles essen kann. Die haben ganz leckere Säfte und alles. Und der ist hier direkt an der Hauptstraße. Also wenn ihr ihn sucht, DAC, einfach DAC. Der ist hier auf der Avenida 30, also auf der 30. Hauptstraße, und die Querstraße ist die Calle 20, wenn ihr es sucht. Und jetzt noch ein kleiner super extra Geheimtipp. Es gibt hier vorne dran gibt's einen Tamales-Laden. Das ist der Hammer. Man findet hier in Playa del Carmen sehr schwer Tamales, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Und wenn ihr mal Bock habt, wirklich Tamales auszuprobieren, dann ist das der Platz eurer Wahl. Hier mal noch das Menü, welche verschiedenen Tamales es gibt. Also es gibt Veganos und Vegetarios. Und dann gibt es noch die traditionellen hier unten. Das ist dann mit Hähnchen. Und die sind super lecker. Wir haben auch schon zwei gegessen. Da blende ich mal das Bild ein. Und mal schauen. Es posible? Ja, er lässt mal aufmachen, wie das Ganze ist. Also Tamales. Die werden quasi hier drin gegart und die werden in Maisblätter werden die gegart.